Wie ihr bestimmt alle wisst, sind in der aktuellen Zeit Raspberry Pis ziemlich rar. Man bekommt sie so gut wie gar nicht und wenn, sind sie extrem teuer. Von daher begrüße ich es, wenn Firmen wie MakerBase oder Creality sich etwas einfallen lassen, um diese Knappheit zu überwinden. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute mal das Creality Sonic Pad an. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal das Sonic Pad von Creality an, was, wie ihr sehen könnt, ich mittlerweile mit dem Ender 3 V2 verbunden habe. Ganz einfach, weil ich mit dem Ender 3 Pro, mit dem BLV-Upgrade dort hinten, noch ganz andere Probleme entdeckt habe, warum das mit Clipper nicht funktioniert. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber jetzt unterhalten wir uns erstmal über diese beiden Schätzchen hier. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und muss sagen, okay, das Sonic Pad ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, aber, und ich möchte euch einfach in diesem Video wirklich die Vor- und Nachteile, die ich persönlich erfahren habe, mit diesem Gerät mitteilen, damit ihr, bevor ihr das Teil kauft, es ist nicht ganz günstig, es kostet $160 plus Versand, dass ihr euch eine Kaufentscheidung entsprechend vielleicht treffen könnt, ob ihr das Teil kauft oder nicht. Bevor wir aber weitermachen, habe ich noch ein paar Dinge in eigener Regie. Zum einen haben über 50% meiner Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert. Solltest du dazugehören, würde ich mich tierisch freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst und mich somit auch kostenlos unterstützt. Solltest du mich finanziell unterstützen wollen für meine Projekte, wie zum Beispiel den Ender 4 Umbau zum Voron 1.8, den Voron Zero oder auch die Vertical Farm, findest du einen Link zu Patreon unten in der Videobeschreibung. Dort findest du unterschiedliche Belohnungen, mit denen du dann entsprechend Bonus-Content, Sticker, Schlüsselanhänger, exklusive Gewinnspiele und anderes natürlich erhältst. Wer sich jetzt noch für Kryptowährung interessiert, der kann mal bei mir im Shop vorbeischauen und kann sich das Buch Bitcoin einfach anschauen. Dort drin erkläre ich, was Bitcoin ist, wie es funktioniert, wie ihr es kaufen könnt und wie ihr eure finanzielle Unabhängigkeit sichert. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und weiter geht's im Text. Was mich ein bisschen geflasht hat, war hier die Verpackung von dem guten Stück. Und da sieht man schon, die ist so ein bisschen shiny hier vorne drauf. Die ist nämlich teillackiert und das ist echt hochwertig. Da geht mir persönlich auch als gelernte Mediengestalterin natürlich ein bisschen das Herz auf, weil das richtig schön gedruckt ist und wirklich gut verarbeitet ist. Und auch hier das Gehäuse von dem Display, von dem Controller ist auch wirklich gut verarbeitet, muss ich sagen, gefällt mir optisch richtig gut. Und man hat natürlich hinten nochmal die Möglichkeit, hier über die Schrauben rechts und links die zwei Füße, die man ausklappen kann, zu entfernen und dafür dann entsprechend einen Mount anzubringen, womit man das Ganze an die Wand packen kann oder aber auch an seinen Drucker befestigen kann. Das Board kommt mit zwei USB-Anschlüssen an der Seite, mit einem Power-Anschluss, mit zwei USB-Anschlüssen, einem Netzwerkanschluss und einem Sensoranschluss für das Input-Shaping auf der Rückseite. Die Anschlüsse sind alle richtig schön belabelt. Hier unten zum Beispiel wird dann entsprechend erwähnt, dass man dort die Kamera anschließen kann. Und man hat auf der linken Seite noch einen Ausschalter und zwei Status-LEDs. Und ich tippe mal drauf und schon sieht man, ja, das sieht richtig schick aus und es macht richtig Bock und es macht richtig Laune, wenn es dann funktioniert. In dem Paket kommt noch mit natürlich ein Input-Shaper-Modul, mit dem ihr dann die Vibrationen im Drucker noch mal ein bisschen regulieren könnt. Das heißt also, dass der Druck noch ein bisschen smoother wird. Ihr könnt euch das Ganze dann hier am Druckkopf entsprechend montieren. Und das finde ich schon an sich vom Konzept her richtig gut gelungen und ist auch ein richtig rundes und schönes Paket. Unterstützt werden die Drucker natürlich von Creality mittlerweile auch mit dem letzten Update. Vom 2. November ist dann auch der Ender 3 Pro dazugekommen und der Ender 3, also die erste Generation vom Ender 3. Und da muss ich sagen, das gefällt mir richtig gut. Jetzt kommen wir aber zur Downside. Solltet ihr, wie ich, eurem Ender 3 oder Ender 3 Pro ein anderes Board verbaut haben, einfach um das Ganze zu silenzen, dass das Ganze ruhig wird. Ich meine, mein Ender 3 ist ja mittlerweile ziemlich gemoddet, das heißt, er hat Linearschienen dran, vom BLV-Mod und alles drum und dran. Er hat das SKR E3 Mini Board in der Version 1.2. Er hat andere Lüfter, er hat ein anderes Hotend drin. Und da fangen die Probleme nämlich schon an, dass man natürlich die Standardkonfiguration, die hier drauf ist, für die Printer-Config nicht nutzen kann, um das Ding wirklich zu initialisieren. Da bin ich auch gerade momentan noch dran. Das ist meine größte Stolperfalle, die mir auch im Stream so ein bisschen Sorgen bereitet hat, warum ich das Ding nicht zum Laufen kriege.
ganz einfach, weil dieses Teil wirklich nur mit den Standardkonfigurationen funktioniert. Klar, ihr könnt noch mal einen Custom Printer einrichten, aber das ist dann auch so ein bisschen hin und her, weil ihr kommt nicht in das Fluid Backend entsprechend oder in die Fluid Web Oberfläche rein, wenn ihr das Ding nicht richtig erstmal initialisiert und angeschlossen habt, ist also auch ein bisschen eine Downside. Da hat Creality am Anfang wirklich, muss ich ehrlich sagen, mit dem Video, was sie live gestellt haben, wie man das Ganze dann auf einem Linux-Rechner einrichten kann, sich wirklich ein Eigentor geschossen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, warum ich das nicht gut finde. Jetzt habe ich hier den Ender 3 V2 stehen und der sieht ja ziemlich normal aus, ist er auch eigentlich. Er ist ziemlich Standard. Das Einzige, was ich geändert habe, ist natürlich hier der Extruder hier. Das habt ihr beim letzten Mal mitbekommen im Video. Und natürlich auch hier den BL Touch. Beziehungsweise, das ist kein richtiger BL Touch, sondern das ist ein Big Tree Tech 3D Touch. Also ein Klon vom Endclaps BL Touch. Und da fangen die Probleme schon an. Ich habe gedacht, okay, ich bin clever und versuche hier auf der Firmware dann entsprechend auf dem Pad dann entsprechend den Ender 3 V2 mit dem CA Touch einzurichten und dann die Firmware auf dieses Gerät zu schreiben und alles ist super und alles funktioniert. Hast du gedacht, funktioniert aber nicht wirklich. Dann bin ich hingegangen und habe die Standardsoftware ohne den BL Touch installiert und die funktioniert in der Tat. Und man muss dazu sagen, der Installationsprozess ist eigentlich relativ straightforward. Es ist alles auf Englisch oder Chinesisch, die zwei Sprachen kann man auswählen. Und man wird eigentlich relativ schön durchgeführt und auch fast komplett durch den ganzen Installationsprozess durchgeführt. Mit fast meine ich, dass man nochmal zwischendrin einen Schritt braucht, den Creality hier gar nicht erwähnt. Denn die Firmware, die Creality auf die SD-Karte über das USB-Kartenlesegerät schreibt, heißt auf einmal Clipper und dann irgendeine Nummer.bin. Und mit diesem Dateinamen kann der Drucker natürlich nichts anfangen. Ja, deswegen muss man nochmal einen Schritt dazwischen gehen und muss nochmal am Computer das Ganze in Firmware.bin umbenennen. Da habe ich erstmal ein bisschen Stolpersteine gehabt, wo ich drüber musste. Als ich das dann gemerkt habe, dass das dann die Firmware entsprechend nicht richtig benannt wurde, habe ich das dann natürlich dann direkt geändert und siehe da, mit der Standard Ender 3 V2 Config bin ich zumindest mal so weit gekommen, dass das hier funktioniert. Aber da ich jetzt hier den BL Touch dran habe, beziehungsweise den Klon, hat er keinen normalen Z-Endstopp mehr. Und daran stört sich momentan die Firmware ganz gewaltig. Das bedeutet, ich muss nochmal über das Web-Interface nochmal die Printer-Config anpassen, muss dort nochmal einen BL-Touch einrichten, um das Gerät dann hoffentlich endlich zum Laufen zu bringen. Das bedeutet, dass ihr die Standarddrucker, sofern ihr die nicht verändert habt, hier wunderbar drüber einrichten könnt. Aber sobald ihr auch nur eine Kleinigkeit geändert habt, ist die ganze Software und das ganze Pad erstmal nicht zu gebrauchen. Ihr müsst dann erstmal wirklich tief eintauchen und schauen, dass ihr die Printer-Config dann anpasst, die Firmware nochmal neu generiert und das Ganze natürlich entsprechend anpasst. Und dann könnt ihr mit dem Teil wirklich arbeiten. Beim Ender 3 Pro hinten bin ich gerade dabei, weil ich dort, wie gesagt, ziemlich viel geändert habe, die Printer-Config genau anzupassen, um zu gucken, dass ich das an einen normalen Raspberry Pi, den ich noch da liegen hatte, anzuschließen, um das dann damit zum Laufen zu bringen. Aber mit dem Sonic Pad habe ich es bis heute nicht geschafft. Was mir auch auffällt, was ich ein bisschen schade finde hier am V2, ist, wie man sehen kann, dieses wunderschöne Farbdisplay eingebaut. Ja, das funktioniert auch nicht mehr mit dem Update oder hier mit dem Sonic Pad. Warum? Ja, ich meine, klar, man hat hier auch das große Display noch stehen, mit dem man das Ganze machen kann. Das ist ein schönes Touch-Display, ja. Man kann hier wunderbar hin und her springen, kriegt auch direkt eine akustische Rückmeldung. Aber warum kann ich nicht beides haben? Wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse das Ding halt im Netzwerk drin und ich möchte halt trotzdem das Display nutzen. Vielleicht habe ich da jetzt irgendwann mal keinen Bock mehr drauf oder ich packe das in einen anderen Drucker und schließe da einen normalen Raspberry Pi an, dann funktioniert das Display trotzdem nicht, weil es einfach von der Firmware und von der Printer-Config her nicht richtig konfiguriert ist. Das heißt also, ich muss mir nochmal die Mühe machen und die Printer-Config auch nochmal anpassen, um das Ganze wirklich wieder zum Laufen zu bringen. Das würde ich mir wünschen, dass Creality das nochmal ändert, dass das ein bisschen mehr straightforward wäre. Auch wie gesagt, der eine Schritt, den man zusätzlich ausführen muss, der hier nicht drin erwähnt wird in dem Installationsprozess, entweder, dass man den erwähnt oder halt einfach diesen Schritt quasi für den Benutzer überflüssig macht, indem man die Firmware einfach schon gleich mit dem richtigen Namen draufschreibt und wenn schon eine Firmware drauf ist, einfach fragt, ey, bist du dir sicher, dass du es überschreiben möchtest? Okay. Dann gibt es aber noch einen Punkt, wo ich sagen muss, okay, das ist wirklich eine, naja,
eine Downside von diesem Gerät sozusagen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Nämlich gab es den Fehler oder gibt es immer noch, ich habe es in den Release Notes noch nichts dazu gefunden. Wenn ihr was dazu gefunden habt, könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Und zwar läuft das MKS Robin Board, also ein Drucker, der mit dem MKS Robin Board ausgestattet ist und an das Sonic Pad angeschlossen wird, instant in einen Thermal Runaway, also in einen, naja, der startet direkt das Hotend und das Hotend heizt direkt hoch, weil der Sensor nicht richtig funktioniert und er die Temperatur nicht richtig lesen kann. Ein ähnliches Problem hatte ich hinten mit dem Bruiser mal gehabt. Dort hat im Prinzip der Bauteillüfter so stark auf die Nozzle geblasen, dass der Temperatursensor da drin gemerkt hat, ey, das wird gar nicht richtig warm und hat immer mehr Strom reingepumpt und das kann richtig gefährlich werden. Ähnlich ist es mit dem MKS Robin Born. Der erkennt anscheinend die Temperatur nicht richtig und fängt immer wieder an, weiter hoch zu heizen und pumpt immer mehr Strom in das Hotend rein und immer mehr Heizleistung zu generieren. Und das kann natürlich am Ende richtig brandgefährlich werden, sprichwörtlich. Ich vermute, dass da irgendwo eine Pinbelegung in der Konfiguration nicht richtig ist oder was auch immer. Es darf eigentlich nicht sein. Es darf nicht passieren. Also, wenn ihr ein MKS Robin Board habt, lest euch erst die Release Notes durch und überlegt euch dreimal, ob ihr das Teil haben wollt. Ich muss auch echt sagen, es sind $160 plus Versand bei AliExpress momentan. Das ist nicht ganz billig. Und deswegen sage ich auch, okay, das Teil kommt nicht in den Voron 1.8 Low Budget, weil, das habt ihr auch schon auf die Patreonen in den Kommentaren und auch in den Kommentaren zu dem Beitrag auf Patreon entsprechend geschrieben, der Low Budget soll halt Low Budget bleiben. Ja, und deswegen kommt da das MKS Skipper rein, das ist das bessere Gesamtpaket für diesen Drucker, glaube ich mal. Ganz einfach, weil man hier nochmal eine extra MCU braucht, also einen extra Controller braucht, der das Ganze steuert. Und den habe ich halt bei dem MKS Skipper komplett mit drin. Das ist ein rundes Paket, da stecke ich Netzwerk und Strom rein und schließe die Treiber an und die Steppermotoren und kann loslegen. Zudem kostet das Sonic Pad natürlich auch doppelt so viel wie das Skipper, was natürlich auch schon mal ein ganz großer Punkt ist, gerade beim Low-Budget-Voron. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und der Makorama Family beitretet. Und wer solche Projekte unterstützen möchte oder auch den V1.8 Low Budget unterstützen möchte oder auch den Bau vom Voron Zero, der so gut wie fertig ist, da würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal dann finanziell unterstützt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.